Technospinne ist das. Alle gehen wir mal nicht zu nah ran. Nee, nee, Spinnen sind so. Nee. Seid ihr beide bewusstlos? Nee, wir sind ja beide tot. Wir Ja, sind ihr schon wieder beide. am Zurückrennen eigentlich. Du bleibst nicht so lange bewusstlos. Es sind glaube ich nur so 20 oder 30 30 Sekunden. Sekunden. Ist das wieder weg? Hier ist ein Pfeil. Und kannst mitnehmen. Ja, wer weiß, von wem der ist. Von Lark. Vielleicht Keine auch von Ahnung, der aber der. Biene? Biene benutzt auch Pfeile. Das stimmt. Na Holy moly, Alter! Headset kurz gestorben! Denkst du, das hätte schon nicht. Ja, also wir sind kurz gestorben, so rum. Ist ja egal, einer ist auf jeden Fall tot. Das ist der springende Punkt. Tot! Einer wegen mir. Einfach nur nein, auf dich habe ich auch nicht so Bock eigentlich. Aber da hat so einen Grafikfehler gehabt. Ein Grafikfehler. Das ist, glaube ich, nicht mal ein Grafik. Weiß es nicht, ob es ein Grafikfehler ist oder nicht, aber. Geh mal schnell Jetzt. Patty füttern. Ja. Also, was mir bei dir wieder falsch angezeigt wird, ist, dass du eigentlich bewusstlos bist. Ach so, ja. Der Balken, also du hast immer noch die Sterne über dem Kopf, die sich drehen. Nobody likes a Spitzel. Ja, wo bist denn du jetzt hochgekommen? Hier. Wie bist du hier hochgekommen? Also, du Ich bist so rum bin. hochgelaufen, oder wie? Oder Ah, hast. nee, ich bin vorne hoch. Ich bin von Ja, hier hoch. okay, dachte gerade so. Bin nicht hier von. Oh. So ein Assel, nicht Die ist Rüssel. nicht aggressiv, solange wir sie nicht angreifen. Habe ich vorhin schon zwei, dreimal ausgetestet. Der greift mich jetzt garantiert an, oder? Bin vorher da zwei komplett rangelaufen und ist mir nichts passiert. Ich guck mal ganz kurz. Lass mich am besten einfach sterben, wenn was passiert. Oh, jetzt ist einer tot. Ist eine Leiche. What? Also Knorrgrüß. Nee, wie gesagt, alle Viecher sind nicht böse, aber spätestens, wenn man sie angreift. Ah! Ich wollte Ich gerade habe es sagen, irgendwas gepult. habe ich gezogen. Nee, ich hab's gepult. Das ist so eine komische Larve. Oh, Scheiße. Au! Da steckt ihm im Kopf den Komm, raus! nein, wieder, wir kommen jetzt. Erstmal das Teil hier töten. Weiß auch nicht, hat er bei mir vorhin auch mal einmal gemacht, so sich ganz krumm rumgewindet. Ich bin einfach voll in den Kopf geschossen. Entschuldigung. Dann wollte ich den Pfeil nicht mal rausnehmen. Ja, wenn ich mal drin stecke, dann lasse ich ihn stecken.
Da war Wissenschaft. Jerry klickert wieder rum, du. Pass auf jetzt, Spinnen und alles, gell. Wo du jetzt hier wieder irgendwo hinläufst. Nee, ich meine wie. Wieder da. Baby. Gleich 500 pures Wissen gekriegt. Bam, ich bin aber ein Gott. Der Hammer. Sicher, dass du wieder da nach vorne laufen möchtest, Biene? Ja. Aber jetzt wieder zurück, oder wie? Weiß ich nicht. Also, sieht hier gerade sicher aus. Irgendwie. Okay, ja. Ach. Also ich glaube, hier kommt man vielleicht auch noch ein bisschen höher, genau. Eventuell. Bisschen gut umgehüpfe. Nein! Gut, du hast nichts gesehen. Ich muss mal kurz was essen und ich hab gar nichts mehr. Hat auch Pilze. Na, Arbeiter, Arbeiter, Ameise, so rum, Alter. Alter, das war meine Geburt. Du hast es gleich, Frank, du hast es gleich, komm. Ich hab's schon. Nur einmal, komm, nur einmal. Nee. Mann, wieso schaffe ich denn das jetzt hier nicht hoch? Ich weiß es. So, weil die Arbeiter-Ameise mich angegriffen hat. Nein! Selbstversagt. Oh Gott. Es ist gar nicht so schwer, ne? Aber ich versemmel es gerade total. Ich weiß. Trotzdem ist schwer. Ja. Danke. What the fuck? Wie habe ich denn das vorhin überhaupt hingekriegt? Und warum kriege ich es jetzt nicht mehr hin? Ich habe vorhin einen anderen Weg gemacht. Bin ich vorhin einfach so rum. Nee, also, am meisten regt mich gerade auf das einfach Biegen und Brechen gerade nicht hinkriege, ne? Ich gehe wieder runter. Ist das okay? Klar. Und sterfe ich mich hier nur. Wenn ich nochmal sterb. Dänge. Wo seid ihr? Er nimmt das Rennen raus. Wieder mal. Angenehm. Hallo! What the? Kriegen das schon hin? So ist es nicht. Ja. Ich reg mich gleich auf. Du kleiner süßer Vogelstriss. Jetzt, was ich. Hau ich dir ins Gesicht. Was? Yes. Ich bin wieder nicht gerannt, ne? Wäre ich auch so immer hochgekommen? Wahrscheinlich. Mal kurz hier einfach drin. Ich weiß gar nicht, ob es da oben großartig weitergeht, aber. Müssen da noch Stängel sein, das regt mir auf. Ich kann da nicht den ganzen Garten abgegrast haben. Kimmel.
in diesem Rennmodus bleiben, aber irgendwie zieht er mich manchmal. Ich weiß nicht warum, aber der Rennmodus, ich habe extra getoggelt, dass wenn ich einmal Shift anklicke, dass er dann in diesem Rennmodus bleibt und manchmal deaktiviert er den einfach wieder, so wie jetzt. Jetzt hat er ihn deaktiviert. Warum? Wenn ich nach links oder rechts gehe. Dieser robuste Marmor und Co. von Stufe 2 bringt mir halt leider gar nichts, solange wir keine Schmiede haben. Dazu braucht man die Kohle. Kohle. Oh. Oder wie es bei euch im Land heißt. Ist schon richtig. Ist schon richtig. Oh, ich glaube, ich habe hier den Kohlensack entdeckt oder so. Oh. Vielleicht ist hier ein bisschen mehr Glück. Oh. Entschuldigung. So gut. Ist schon gut. Spannung steigt. Hey, mach die drüber lustig. Ja. Piss mich vor Freude. Kommt jetzt das Grande Finale. Werden Sie die Kohle finden? Das und noch vieles mehr in der nächsten Folge. Ich glaube eben leider schon, dass man die Kohle da jeweils holen muss. Und dafür bräuchte man dann halt jeweils. Anti-Hitzen-Sachen. I'm burning up. Wir kriegen keine Anti-Hitzen-Sache? Ich weiß leider nicht von wo, ich vermute aber, es wird in der Wüste sein. Vorne ist ein Schwert, aber es ist viel zu sehr bosskampfmäßig und ich habe keinen Bock zu sterben. Was bist du denn für ein Wildstufe 2? Speziell? Rankberg doesn't roll up the tongue as well. Ooh, Tic-Tacs. Marking a location. Spotted you. Was ist denn ein Staub? Kurz auf Klo. Ich will nicht wissen, wie gut diese Staubmilde kämpfen kann. Also wie viel Leben das sie hat. Oh. Shit, das ist ja... Diese ganzen Viecher sind alle gemein. Mhm. Dann sei eben gemeiner. Ich sehe gerade, ich muss dem Staub hier auch ausweichen. Ich hier Schaden. Ich habe Pelz gefunden. Den ich wahrscheinlich dann mal untersuchen lassen soll. Vielleicht kriegen wir das
Sinnvolles raus. Aber ich denke nicht. Ich denke schon. Gib dir doch mal Mühe. Oh! Ich weiß ja nicht, wie stark die Dinger in der Nähe sind, aber... Also, ist machbar, aber ist echt anstrengend. Hey Kisora, behalt dir das mal auf jeden Fall in Erinnerung, aber jetzt gerade in diesem Gebiet ist es nicht so geil. Merkst du einfach. Gut, super. Danke. Bist ein echter Freund. Ein echter? Mhm. Probierst erstmal alle Möglichkeiten zu sterben aus. Ja, ungefähr. Das mit Pfeil und. Also mit der Armbrust geht's, man muss einfach ein bisschen hin und her die ganze Zeit, aber es kommen halt nonstop neue. Bam. Bam, bala, bam. Bam, 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 bam. Bam, bam. Wie war's, ja? Bam, bam, ding, dong. Bärmelärmel, ding, ding, dong. Having a little peep. Noch ein bisschen Minze gefunden. Okay. Also. Essentechnisch könnte ein bisschen kacke sein, aber. Wo ist mein Wasserbeutel da? No lemon crime, but it's better than nothing. Okay, also hier unten will ich eigentlich gar nicht mehr sein. Schmier einfach. Zoom, da. Will nicht sein.
Wieder da. Hallo. Hey. Hallo. Wie schön ist. Hast du genau jetzt das Spiel verlassen? Weil ich jetzt raus bin. Mhm. Boah. Ja! Das ist, glaube ich, genau das, was ich... Ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich hier runterfalle, bin ich tot. Denkst du? Für das Würde ich dir anraten, nicht da runterzufallen. Für das knistert es hier unten einfach viel zu sehr. Kennst du dieses wo man einfach weißt, okay. Aber das da würde mich interessieren, ob ich das abbauen kann oder nicht. Und wenn ja, wie? Aber nicht. Okay. Dann gehen wir jetzt hier auf jeden Fall wieder raus. Ja, also wir haben nichts gefunden, was uns gegen die Hitze und so helfen tut. Ich habe leider keine Möglichkeit gefunden, irgendwie in diesen verdammten Kessel reinzukommen. Unser Haus wird schöner. Ja, ich bin auch immer wieder überrascht, wenn ich nach Hause komme. Sieht immer ein bisschen anders aus. Ist cool. Let's see what's around here. Wo sind wir denn gerade? Also hier ist noch ein Riesengebiet, habe ich das Gefühl. Oh. Ist auch so. Aber es ist auch sehr anstrengend, hier zu überleben. Ich glaube nicht, dass das hier, dieses Gebiet hier oben... Ich habe das Gefühl, das hier ist so T1-Gebiet. Das ist hier so T2. Das wird dann dementsprechend so T3 sein. Und das hier ist dann so 4. Und das hier ist 5. Aber was ich nicht verstehe, ist, warum ich was bauen kann, also ein Blueprint habe von, wenn ich noch nicht die Möglichkeit habe, die Kohle zu kriegen. Es gibt aber nur einen Tee, warum ist da drin? Ich mache jetzt ein Hallo 10 und dann. Jetzt einfach deine Schnauze! Isora! Meine Güte, ey! Danke, dass dir meine Gesundheit so am Herzen liegt. Ich drück meinen Magen damit so zusammen, dass das gar nicht wirklich ist. Genau. Dankeschön. Super. Vielen, vielen herzlichen Dank. Es hat hier auf jeden Fall noch viel, viel mehr Tiere. Die man noch finden kann. Ich hoffe jetzt, dass ich das, was ich mitgenommen habe oder gefunden habe, uns in irgendeiner Form weiterhelfen wird. Nö. Thanks for your motivation, bro. Essen, ich habe halt leider nichts zu essen, ne?
Nicht das hier essen. Ja. Ist aber leider eigentlich sehr wertvoll. Aber egal.